Willkommen zurück hier bei Skyrim, wo wir von einer seltsamen weiblichen Stimme erreicht wurden. Aber seid euch sicher, es ist nicht Lydia. Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Das will ich nicht behaupten. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Weizen. Da freue ich mich doch sogar drüber. Mal schauen, wer hier die Leichen aufisst. Hey. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Hilfe, ein Kannibale. Schuld? Wovon redet ihr da? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Wo liegt dieser Ort? In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markarth, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Ah ja, da hat die sich unsichtbar gemacht. Okay. Befreie die Windkrippel von den Droger. Essen jetzt etwa auch Droger? Ja, nach Markarth will ich nicht wirklich. Haben wir Wirbelwindsprint? Ja, haben wir. Die schnelle Reisegeschwindigkeit. Ja. Soweit ich weiß, müsste das in der Theorie eine Dedra-Quest sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe in der Annahme davon aus, dass es sich hierbei um eine solche handelt. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber was soll das sonst sein, wenn es keine Dedra-Quest sein sollte? Naja, wir können Bescheid sagen, dass wir dafür gesorgt haben, dass Ruhe ist. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam. Verstanden? Ach, da oben steht er ja. Bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Hallo? Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Ja, die ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Dankeschön, das ist schön. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Arkai schütze euch. Ja, schön. Wir haben aktuell aktiviert. Nix. Kalzelmoor und nix. Okay, dann machen wir jetzt erst der Geschmack des Todes. Da, wie gesagt, mit Kalzelmoor all das hier. Dafür müssen wir da hinten nämlich rein. Das wird eine verdammte Ewigkeit dauern. Daher passt es ganz gut. Wenn wir uns erstmal um diese Aufgabe kümmern, die sich ja ein wenig auf Kannibalen bezieht. Ich finde die Quest an sich ganz cool gemacht, auch wenn der Einstieg meiner Meinung nach ein bisschen holprig ist. Also ich weiß nicht, mit der Halle der Toten. Naja. Wäre cool, wenn wir hier die nächste Dedra-Quest gefunden haben. Ich bin mir halt, wie gesagt, relativ sicher, dass es sich um eine solche handelt. Ja. Die Höhle ist ja eigentlich auch ganz gut erreichbar für uns. Und wie gesagt, es ging sich hier um was? Den Gott der was war das? Verwitterung, Verwesung, Verrottung, irgendwie sowas, auf jeden Fall irgendein Alterszustand. Und ja, kann ja durchaus sein, dass es sich dabei um eine dedrische Gottheit handelt. Ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass es sich bei dem Zauber, ihr wisst, was ich meine, der Quest mit Arkentanz, dass es sich dabei um eine Dedra-Aufgabe handelt, hätte ich auch nicht vermutet, aber dem war ja so. Da ist sie. Hallo? Ihr seid gekommen.
Die Draugre, die Namiras Heiligtum. Draugre. Draugre. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Warum nicht? Muss ich vielleicht nachher nicht rauslaufen. Okay, rein da. Schnell noch ein Quicksave gesetzt. Für den Fall, dass es zu schwer sein sollte. Ja, langsam habe ich mit Skyrim wirklich viel aufgenommen. Ich glaube, ich habe heute 5 Videos aufgenommen. Das heißt, im Nachhinein 4 Videos auf Vorrat. Und das ist fast eine Woche. Ich bräuchte schon meine Eisform. Ich versuche jetzt mal eben. Erstmal so und so und so und so und so. Lydia möchte sehr gerne mit dir kämpfen, lieber Droger. Ich möchte die Seele haben. Nicht kämpfen! Lydia, hör auf! Was tust du, Lydia? Möge Gott ihnen allen... Und das nur, weil ich die mit einem Pfeil getroffen habe. Ist das wirklich deren Ernst? Das war nicht so geplant, ob ihr es glaubt oder nicht. Quilan Uadin oder was hat er gerade gesagt? Ich brauche den Seelenstein. Das ist mein Ernst. Ich möchte diesen Seelenstein haben. Perfekt. Wir können eigentlich auch warten, bis der wirklich kaum noch ein Leben hat. Komm, Lydia. Komm, Lydia. Komm, Lydia. Ich hab durchgeschossen. Schon wieder. Boah. Ganz schnell der letzte Schuss noch aus der Hüfte abgeschossen und der hat getroffen. Glück ohne Ende. So, danke, danke. Irgendwas abbauen kann man hier nicht, oder? Nein. Schade. Okay, wir gehen weiter. 2 Drogatodesfürsten auf einen Schlag sind schon ziemlich schick, muss ich sagen. Lydia. Lydia, du hast einen Vulkanglasbogen, oder nicht? Aua.
möchte gerne versuchen, den hier hinten zu killen. Haben wir einen Heiltrank? Euer Ernst? Hebiola noch? Oder wo ist die? Ja, sie lebt noch. Alles klar. Ruhm für die Widerwärtigen. Die ist total durch, die Frau. Hui. Ich denke mal, die Idee von mir, unten ranzugehen war nicht allzu verkehrt, den Droger, die Drogergeißel auszuschalten. Also wenn man den mal nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht mehr. Die Seele möchte ich dann gerne auch mitnehmen. Haben wir hier zwei Wege. Kann man die damit nicht? Gut, zwei Hände haben wir schon auf 57 hochgezogen. Aber das ist auch eine sehr, sehr schicke Summe. Ja. So sammelt man Seelen. So sammelt man Seelen. Alles klar. Was haben wir hier? Den haben wir gerade getötet. Ja, haben wir auch schon durchsucht, ich Idiot. Das sieht böse aus. Überraschung. Und zack. Ja, genau. Ha, Namira gewährt uns den Sieg. Das wird's wohl sein. Liegt ja nicht an unseren Fähigkeiten, sondern daran, dass sie uns den Sieg gewährt. So. Kennen wir schon. Schade, was da drunter? Die Tür in das Reich des Vergessens. Leseratte freigeschaltet. Ah. Ah, die kleben zusammen. Alles klar. Begräbnisurne, Gold und ein Heiltrank. Sehr schön. Eine Laterne. Warum immer die hier rumliegt? Habe ich sie die ganze Zeit mitgenommen? Da steht doch leer, ich Idiot. Okay, Gold und ein Zaubertrank. Ich habe gerade auch kein gutes Gefühl mehr. Freiwillige vor. Yeah.
Ist Eola jetzt mit unser Feind oder nicht? Oh, ein höherer... Oh. Einer ist tot. Ey, hör auf zu klemmen, blöde Taste. Jetzt ist Eola unser Feind. Kann doch nicht wahr sein, oder? Aua. Alles klar. Macht mir das erstmal nach, Leute. Ja. Der Schrein gehört wieder um. Ja. Jetzt müssen wir ein großes Festmahl abhalten, um euch in Amiras Zirkel willkommen zu heißen. Ja. Ihr werdet die Ehre haben, frische Beute für den Hauptgang zu bringen. Und ich weiß auch schon die perfekte Person dafür. Nein. Wen? Ein Priester satt vom Geschmack eines leichten Lebens. Bruder Verulus aus Markarth. Warum das denn? Gebt ihm dieses Gold. Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen zu durchsuchen. Und wenn er vor Namira steht, dann wird sie den Rest übernehmen. Wo ist Verulus von mir? Ja, es ist ja nun mal die Quest, ne? Ist zwar echt asozial, theoretisch gesehen, aber... Hey, aufpassen! Sorry, aber okay, sie ist nicht böse. Ja, ist echt asozial, aber es ist immer die Quest, ne? Ha. Ha, ha. Ja, hier haben wir den Schrein. Früher sind viele zu diesen Höhlen gekommen. Die Vergessenen, die Elenden. Total widerlich eigentlich. Ich bin auch kein Freund hiervon, aber wenn es eine Dedra-Quest ist, so ist es unsere Aufgabe, diese abzuschließen. Naja. Einen schnellen Ausgang gibt's nicht zufällig. Doch, gibt es. Hier links rum. Aha. Ringe und Tränke. Besser geht's ja gar nicht.
Wenig Gewicht, gleich viel Gold. Und gleichzeitig ein Trank. Ah, Mann, ey. Mir gefällt die Entwicklung dieser Quest nicht. Ich bin nämlich wirklich keiner, der jetzt eigentlich hier so einen Kerl einfach opfern würde. Naja, wir reisen zur Festung Unterstein. Ist das fies, was wir hier tun? Ah Mann, war der gar nicht hier drin? Habe ich das richtig gesehen? Oder ist der vielleicht in der Halle der Toten? Der ist draußen. Ist das unfair, ey. Der Kerl war so freundlich. Der hat da extra... Mann. Na gut, aber der hat uns eine ziemlich pumpige und... lächerliche Belohnung gegeben. Ist der denn bitte? Das ist doch die Halle der Toten. Ja, genau. Alles klar. Der Hintereingang von den Hallen der Toten, da hätten nämlich auch durch Unfestung Unterstein hinführen können. Hallo? Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ja, ich kann Priester auf meiner Reise ziemlich gut gebrauchen. Ihr wollt um Arkais Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen, nehme ich an? Ich habe Pflichten hier in Markarth. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wir können uns den Schatz teilen. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkai sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein volles Grab. Ja, dann komm mit, sonst, ne? Ich glaube, ihr müsst euch beruhigen, bevor ich die Waffe... Ja, dann nimm halt Gold. Das ist ein beachtliches Sümmchen. Ich könnte euch wohl für eine kurze Unternehmung begleiten. Nach euch. Ja, auf Geld fahren sie doch alle ab. Ist ja echt nicht wahr. Führe Verulus zum Schrein. Ja, ist wirklich eine hinterhältige Aufgabe, ne? Soll man sonst dazu sagen. Aber okay, das ist gut. Dann beenden wir das noch in diesem Video. Und im nächsten Video geht's dann mit der Kaltzellmoor-Aufgabe weiter. Die sich ziemlich lang ziehen wird. Das verrate ich euch jetzt schon. Wir reisen natürlich zum Geheimeingang. Wir werden nämlich für diese Aufgabe von Kaltzellmoor auch in Festung Unterstein weiter in die Dwiemer, ich sag mal in die dwiemischen Untergründe der Stadt, wo halt früher die Dwiemerstadt war, noch tiefer eindringen, als wir es normalerweise tun. Das erfordert die Quest. Und wir werden halt in dieser Aufgabe auch ziemlich viel kämpfen und zum Teil auch schleichen. Ja, schleichen in Anführungsstrichen. Also es wird wirklich viel, was wir da in den Ruinen noch zu tun haben. In den Ruinen von... Das krank aus, ne? Ist es nicht schön? Alle zusammen an einem Tisch. Das wird ein wahres Fest. Eola ist eine gute Gastgeberin. Sie hält die Gläubigen wirklich zusammen. Ihr habt uns ein wahres Fest, Meister. Ich war schon fast so weit, meinen Diener zu fressen und die Schuld auf die Abgeschworenen zu schieben. Und ich habe euch zum Essen eingeladen. Ich bin zum Essen eingeladen worden. Ich habe solchen Hunger. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und ruht euch aus, während wir das Essen vorbereiten? Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Kommt mit mir. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Das wird ein wahres Festmahl. Ihr habt uns ein wahres Festmahl gebracht. Das Mahl steht auf Namiras Tisch. Nur zu. Tranchiert es. Ah ja. Er sieht zum Anbeißen aus. Nur zu, der erste Bissen gehört euch. Ehrlich?
Der noch warme Leichnam von Bruder Verulus liegt vor dir. Essen. Sterblicher. Ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich euch meine Macht. Hab Dank, Herrin. Suhlt euch in eurer Armseligkeit, mein neuester Champion. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Es ist eine Ehre, die Hüter des Rings. Nie wieder werden wir diesen Raum betreten. Unser armer Held, das wäre echt eine Schande, dass wir das gemacht haben. Und alles nur, um diese Dedra-Quest abzuschließen. Oh, Mann. Nie wieder gehen wir in dieses verdammte Dungeon. Ja, die Göttlichen, die Acht, sind so lieb. Und die Dedra sind einfach genau das Gegenteil. Das ist so genial in dem Spiel gemacht. Die Dedra-Prinzen, das ist... Ah, toll. Wir gucken uns den Ring nochmal an. Ausdauer wird um 50 Punkte erhöht. Das Leichenverzehren steigert die Gesundheit und die Regeneration. Ja. Widerwärtig. Okay. Wir reisen zurück nach oder zur Festung Unterstein. War das ekelhaft, meine Herren. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Heftig. Und? Na! Aufzuhören, dieses Geschrei macht die Leute nervös. Okay, wird ich wieder vorkommen. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Das ist ja cool. Die reagieren auf einfach alles. Das ist so genial gemacht. Na? Ihr blöden Timer. So. Kaltzelmor, ja. Ha. Ah, der will so viel von uns. Warum ist die so... Ah, ne, die ist einfach nur größer geschrieben. Okay. Doch, die ist sehr hervorgehoben, oder nicht? Hm. Ach so, weil die Mitte steht. Ich verstehe schon. Bring das Horn zu Arngeier, reisen nach Solzheim, bliblablo. Da, sprich mit Kaltzelmor. Der ist er. Da ist er. Ich würde mich freuen, wenn er wieder einschaltet beim nächsten Mal. Es geht weiter mit der Diebesgilden-Questreihe. Wenn man mal auf der Karte guckt, denke ich mal, habe ich mein Wort gehalten und wir haben in Markarth erstmal ordentlich etwas entdeckt, bevor wir uns der Stadt selber genähert haben. Wir haben uns nördlich um ein paar Sachen gekümmert. Okay, uns fehlt noch Raktenwald. Die ist abgeschlossen, obwohl wir noch nicht drin waren. Rotadler-Schanze. Alles klar. Noch eine Schanze. Kartspitze war ja das für die Hauptstory. Ja, wir haben trotzdem hier ziemlich viel entdeckt. Wir haben hier drauf nachträglich auch nochmal zwei Sachen entdeckt. Hier haben wir ein paar Sachen gefunden. Also ich denke mal, wir können durchaus zufrieden sein. Und wenn man sich so jetzt mal Himmelsrand anguckt, dann ist hier eine ziemlich kahle Stelle. Hier. Und ansonsten quellt es ja schon ziemlich über. Finde ich. Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Kaltzelmor. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und bis dann, Leute. Wir gucken mal eben noch in die Statistik. Einstellungen? Nein. Ah, hier oben. Meine Güte. Werwolfsopfer 1, Werwolfverwandlungen 1, Tage als Werwolf... 109...
Orte entdeckt 219, verließ es 93 Tage vergangen oder 9 Stunden geschaffen, Stunden gewartet. Findlinge gefunden 17. Gold gefunden 237.000, besessen 53.000. Truhen geplündert 997. Tauschgeschäfte 1092. Quest abgeschlossen 41, sonstig 133, Hauptquests 8, Nebenquests 12, Gefährtenquests 8, Akademie von Winterfeste, Diebesgilde 6, 0, 0, Dedrische 7, das ist viel. Questreihe abgeschlossen 1 und das ist hier die Gefährtenquestreihe. Magie waren wir ja ziemlich inaktiv, herstellen. Ja. Naja, ich würde sagen, hier geht's beim nächsten Mal weiter, Leute. Bis dann.